Hey Leute und herzlich willkommen zu der Urlaubs-Sonderfolge Special. Nein, Special ist es nicht. Es ist einfach eine Sonderfolge. Ich bin immer noch im Urlaub. Allerdings komme ich schon so gut wie bin ich eigentlich schon wieder da. Ich mache mich schon langsam fertig. Ich habe schon wahrscheinlich meine Sachen gepackt und bereite mich auf den Nachhauseweg vor. Aber für euch gibt es jetzt noch diese Woche Story-Modus. Und zwar sind wir heute in Kultivierung und untertauchen wahrscheinlich, soll das heißen, aber es geht hier ein bisschen weiter. Aber egal. Und ich habe gesehen, wir haben genug Folgen. Also ich weiß nicht, ob es danach nochmal ein Story-Modus kommt. Aber wenn wir das hier schaffen, dann müsste es rein theoretisch genau passen, dass ich für Montag nächste Woche nochmal eine Story-Folge habe. Und dann sind wir durch mit der Story. Und dann bin ich auch wieder da und kann wieder aktuelle Folgen für euch machen. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Aber wenn die nächste Woche, dann Mittwoch und Freitag, dann halt keine Folgen kommen sollte, seid mir nicht böse, dann wird es wahrscheinlich zeitlich irgendwas nicht gestimmt haben. Weil ich kenne mein Glück und da wird wahrscheinlich einiges passieren. Weil ich habe nie Glück. Ich habe immer Pech. Ihr glaubt gar nicht, was mir vor dem Urlaub jetzt noch alles passiert ist. Ihr wisst, ihr habt das ja mitgekriegt mit dem Computer, dass der Computer kaputt war. Der Computer von meiner Freundin war komplett kaputt. Dann ist die Dusche abgerissen, die Duschhalterung ist abgerissen. Dann, was dann noch? Der Föhn von meiner Freundin ist explodiert. Es sind so viele Sachen schief gegangen. Die Wohnzimmertür ist bei mir rausgebrochen, warum auch immer. Ja, hat 8 Jahre lang gehalten und auf einmal fällt die da oben aus der Angel raus. Dachte ich mir so, was ist denn jetzt passiert? Ist die Tür kaputt? Das passiert mir immer. Das passiert mir immer vorm Urlaub. Letztes Jahr, wo ich in Ägypten nach Ägypten gefahren bin, da ist mir zwei Wochen bevor ich in Urlaub gefahren bin, wo ich den Urlaub gerade gebucht habe, die Kühlschränke kaputt gegangen. Ich habe 2 Kühlschränke gehabt. Beide kaputt. Beide. Ja. Also, ich werde quasi vom Pech verfolgt. Aber das habe ich immer. Das habe ich immer. Ohne Scheiß, Leute. Ich habe das Glück echt nicht gepachtet. Dafür geht es mir aber meistens von der Gesundheit her blendend. Deswegen sage ich Scheiß drauf. Das andere ist alles nur materiell. Sollen die Sachen doch alle kaputt gehen? Hauptsache, meiner Gesundheit geht es weiterhin gut. Da kann ich auch drauf verzichten. Das ist halt, ne? So materielle Sachen halt kaputt gehen. Das ist dann nicht so wirklich schlimm. So, Heiler gibt es jetzt nicht mehr. Das ist schön. Whitebit habe ich noch. Jetzt machen wir Gewurzel 10 nochmal eben. Vielleicht geht er ja direkt auf 11. Nein, jetzt geht er natürlich nicht mehr hoch. War ja klar, ab 10 wird es dann wieder schwieriger. So, gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche andere Charaktere übrig haben. Nein, haben wir nicht. So, dann gehen wir wieder hier ins Level. Money ist da. Jetzt soll es nämlich mal die ganzen braunen Charaktere mit, weil die regen mich irgendwie auf. Ich muss dann immer nach unten scrollen, da habe ich keinen Bock drauf. Nehmen wir die einfach mal mit. Der Story-Mode hier ist ja nicht so hart. Ich würde natürlich am liebsten nur goldene Charaktere mitnehmen, aber dann geht das alles so ein bisschen flotter. Aber egal. Kriegen wir schon hin. Ja, wir müssen ja überall durch. So. Ich bin mal gespannt, ob ich auf den Philippinen auch jemanden hier aus meiner Stadt treffe. Ich kriege das nämlich immer hin. Irgendjemanden zu treffen, aber die Philippinen ist so weit weg, da habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft. Ja? Ich fahre an die Ostsee, treffe jemanden bei mir aus meiner Stadt. Ja? Nicht geplant. Ich fahre irgendwo anders hin, in Zoo, reise weit weg, treffe ich einfach meinen Kollegen. Ich fahre nach Holland, ja? nach Venlo, zu den 2 Brüdern. Wen treffe ich da? Ein Kollege von mir. das ist echt unglaublich, ich habe das echt drauf. Aber auf Philippinen ist mir das jetzt noch nicht passiert. Wäre auch krass, wenn. Aber die Welt ist klein. Ja. Das Übelste, was mir mal passiert ist, das war damals bei GTA 4. Da wollte ich einfach mal so just for fun einfach mal diesen Verfolgung, also dieses Polizei verfolgen und von der Polizei verfolgt oder Flucht, Bankraub heißt das, glaube ich, Bankraub. Das eine Team bricht ein, das andere Team verfolgt die dann halt. Und da bin ich dann in so eine Lobby reingegangen und da war einer schon drin. Da saß einer drin. Und ich dann so, ja, hi, gibt's ja auch hier mit Headset über Xbox und so, ne?
So, hi, wie geht's dir? Bla bla bla. Und dann sagte der mir so, ja, alles gut und so. Und wir haben uns halt ein bisschen unterhalten und es kam halt keiner. Es kam keiner, dass wir das Spiel hätten spielen können, weil da fehlen dann noch ein paar Leute. Und es war halt so ins Gespräch gekommen. Und er meinte, er hat sich halt heute eine Xbox gekauft, hat sich GTA geholt und wollte jetzt einfach mal den Online-Modus ausprobieren. Es war halt quasi sein allererstes Mal, ist er online gegangen, ja. Und ich dann, ja, cool, ne, und hin und her. Ich so, ja, woher kommst denn du? Er sagt so, aus Berlin. Ich sag, Berlin, ja, sag ich, kenne ich, da habe ich auch mal gewohnt. Vor ein paar Jahren, also vor knapp 15 Jahren, ne. Also zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so krass, da waren es gerade mal 10 Jahre her. Wie gesagt, ja, vor 10 Jahren habe ich da mal gewohnt. Und dann sagte er mir so, ja, wo denn da? Ja, ich sag, in Charlottenburg. Er so, ja, ich auch. Ich sag, laber nicht. Ich sag, ja, korrekt. Und dann ist ganz zum Schluss ist halt rausgekommen, dass er nicht nur aus Charlottenburg kam. Nee, er war sogar bei mir in der Schule. Und jetzt kommt der Hammer, er war sogar bei mir in der Klasse. Ey, Leute, das ist ohne Scheiß. Ey, Zufälle, es gibt solche krassen Zufälle auf der Welt, ja, das ist echt schon abnormal. Das war quasi wie so ein Sechser im Lotto. Woher sollte er wissen? Ich meine, ich wohne mittlerweile über 500 Kilometer von Berlin entfernt. Ja, wie sollte man jemanden, ja, treffen, der früher mal mit einem zur Schule gegangen ist, über Xbox Live, bei Millionen Usern, die da quasi mit in die reinjoinen konnten in die Gruppe, ja. Weil wir hatten da nicht irgendwie umgestellt auf Deutsch, nur deutsche Anzeigen oder so. Nein, es war mit dem Englischen und mit deutschen Leuten und Franzosen und hast nicht gesehen, ja. Und nur dadurch, dass auch keiner reingejoint ist in diese Gruppe, konnten wir uns halt unterhalten, ne. Sonst hätten wir das wahrscheinlich auch nicht getan und wären wahrscheinlich nie dahinter gekommen, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind. Wir hatten danach noch wieder lange Kontakt, aber irgendwie hat sich das mittlerweile auch schon wieder so auch ausgelöst. Ja, man lebt einfach zu weit auseinander. Aber in dem Moment waren wir echt schockiert, ja. Wir haben uns so kaputt gelacht, dass das halt rauskam, dass wir zusammen in der Schule waren. Echt, echt der Hammer. Ehrlich, ohne Scheiß, Leute. Es gibt Sachen zwischen Himmel und Hölle, die sind einfach nicht zu erklären. Echt mega. Ja. Was habt ihr denn so für krasse Erlebnisse schon gemacht in eurem Leben, wo ihr sagt, boah, das war auch so ein krasser Zufall? Würde mich mal gerne interessieren. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch so geile Geschichten auf Lager. Ja. Fände ich auf jeden Fall mega cool, wenn ihr mir eure Geschichten... Weil ich finde sowas immer geil, immer zu hören, zu lesen. So Geschichten, die nicht halt alltäglich passieren. Finde ich halt mega cool, sowas. Ne? Finde ich mega, mega cool. Aber läuft. Ich habe auch damals ein Spiel gespielt, Phantasy Star Online. Ne? Über Dreamcast. Habe ich auch ewig lange gesuchtet. Ich glaube, da war ich ein Jahr lang war ich von echt abhängig von dem Spiel, ja? Phantasy Star Online. Da hieß ich übrigens auch schon Piccolo. Piccolo ARG. Also Anti-Real Gods. Ja, weil da gab es bei uns, gab es auf dem Server, gab es halt eine Zusammenhalt von ein paar Leuten, die nannten sich halt Real Gods. Und wir haben halt dieses Anti-Real Gods erschaffen, weil das waren nämlich Hacker. Und die haben die ganze Spielspaß kaputt gemacht, unsere Charaktere gelöscht und sowas alles. Und wir haben dann quasi so eine Anti-Hacker-Kampagne gegründet, die dann halt auf die Jagd nach denen gegangen sind, um die halt auszuschalten. Und wir hatten halt einen bei uns, der war halt noch besser, ja, noch krasser drauf. Und der hat halt Codes entwickelt, mit denen wir den halt auch richtig in den Arsch treten konnten. Und haben halt quasi die Leute, die halt nicht gehackt haben, ein gutes Spielen ermöglicht, dass die halt keine Probleme mit solchen Typen hatten. Wir haben quasi den Server gereinigt. Fand ich total geil. War eine richtig coole Aktion. Ich mach gerade deswegen nicht weiter, weil mich gerade die Karte hier total fasziniert mit diesen Blubberbläschen und so. Richtig cool. Oh, jetzt müssen wir erstmal wieder die Ultis hochziehen. Aber finde ich auf jeden Fall mega cool. Da sieht mir nämlich sehr stark nach der Fischmenscheninsel aus. Wir sind jetzt, glaube ich, unter Wasser. Finde ich mega cool. Ohne Scheiß. Mega, mega cool. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich glaube, mich verlässt langsam meine Stimme. Ich glaube, ich muss da echt mal Pause machen. Mit den Videos machen. Aber ich habe heute einfach ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen dachte ich, ich ziehe das jetzt mal durch. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ich beim nächsten Mal haben werde. Und, aber ich habe es ja jetzt schon so gut wie geschafft. Wir sind ja fast durch.
Ne? Also ich hab's fast geschafft. Ihr habt ja nach und nach die Folgen geguckt. Ja, Gusei C hat jetzt seine Ulti schon auf 11. Das ist mega cool. Wo ist denn hier mein... Da ist mein Krokodil. Ne, passt nichts rein. Okay. Weiter im Story-Modus. Ja. So langsam werden die Runden immer länger. Richtig mies. Aber egal. Passt schon. Kriegen wir schon hin hier. Letzte Etappe. Dann mache ich mal ein bisschen Pause. Und dann machen wir die letzten zwei Folgen. Muss ich dann noch machen. Dann habe ich es endlich geschafft. Da freue ich mich drauf. Jetzt schon. Dann muss ich mir darum nämlich keinen Kopf mehr machen. Dann habe ich das nämlich alles abgeschlossen. Das ist echt mega cool. Mega cool. Hoffentlich kriege ich noch gleich irgendwie so Energie. Weil sonst muss ich die letzte Folge wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen verschieben. Aber wir schaffen das schon. Ich bin da eigentlich gute Dinge. Werden wir schon packen. Wird schief gehen. Sag mal, wird schon schief gehen. So langsam müssten auch die ganzen goldenen Charaktere wiederkommen. Oder habe ich die schon wieder alle doppelt verbraten? Ich weiß es gar nicht. Das ist alles hier so anstrengend. Das ist so anstrengend. Und ich bin müde. Voll müde. Aber egal. Ich halte durch. Ich halte vor euch, halte ich durch. Und dann gehe ich pennen. Vor allem hier in dem Raum hier geht mir langsam auch die Luft aus. Hier wird es immer wärmer. Weil wenn ich hier so eine ein, zwei Stunden drin war, dann steigt die Temperatur an. Das ist unheimlich. Ja. Das ist mega, mega krass. Das ist echt schon übelst. So, Bartnik. Nehmen wir Bartnik mit. Ja, auch goldener. Dann geht das hier ein bisschen zügiger. Weil langsam gehen mir auch die Freunde aus, die ich mitnehmen kann. Das ist echt schon mega scheiße. Aber was soll ich machen? So ist das, so ist das. So. Aber ich werde so froh sein, wenn ich gleich fertig bin. Da kann ich mich nämlich endlich, dann genieße ich den Rest des Sonntags noch. Ich glaube, heute werde ich gar nichts machen. Ich werde nichts mehr zocken, glaube ich. Ich werde mich einfach nur auf Couch setzen und chillen. Einfach nur chillen. Aber es wird mega gut. Mega gut. Ich merke gerade schon, wie ich total abschweife. Ich bin gerade mit den Gedanken abgeschweift, wo ich mit im Let's Play bin. Ja, ich gehe langsam kaputt hier, Leute. Ich gehe langsam echt kaputt hier. So viele Folgen am Stück habe ich noch nie gemacht. Also noch nie, ja, also. Das ist echt mega krass gerade. Ich merke das. Wenn man da nicht mit jemandem zusammen im TS sitzt oder so, dann ist das echt mega krass, mega krass. Das geht einem halt schon richtig auf die Nüsse. Huh? Oh! Okay, nehmen wir den mal mit. Ja, immer mit als Freund hier. Goldene Charaktere kann man immer gebrauchen. Ui. So, Bartnik haben wir wieder. Bartnik geht gut ab. Den nehmen wir mit. Läuft. So. Oh Leute, ich bin voll fertig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich reden soll. Ohne Scheiß. Ich bin gerade so im Arsch. Das ist Wahnsinn. Aber bevor ich jetzt vielleicht die Runde hier geschafft habe. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Ohne Scheiß. Ich habe, glaub mir, den Urlaub, den ich jetzt gerade mache, den habe ich mir echt verdient. Ohne Scheiß. Den werde ich so genießen. Ich werde mich nicht bewegen. Ich werde mich einfach nur am Strand legen. Und das Einzige, was ich machen werde, ist nach einem Cocktail rufen oder so. Mehr werde ich da nicht machen. Sonst echt nicht. Aber hier, neuer Charakter. Gibt's so noch nicht. Dann kann man vielleicht mal sehen, was noch in naher Zukunft auf uns zukommt hier. Finde ich cool. Ein paar neue Charaktere, warum nicht? Gucken, ob die auch angreift. Oder ob die bis dahin dann schon kaputt ist. Ah, die macht Strom, okay. Stromangriff. Strom! Ist quasi ein Enel. Okay. Boah.
67%, 73%. Ja, ein Kampf noch, ich glaube, dann geht's zum Boss. Würde ich mal so sagen, glaube ich. Also ein Bosskampf. Dann sind wir beim Boss. Ein Kampf, dann sind wir beim Boss, so. So rum wird ein Schuh draus. Dann passt das. Weiter geht's. So, die Hunde haben wir auch gleich geschafft. Alles schon angeschlagen. Läuft. Aber ich finde die Umgebung hier, finde ich, ziemlich cool gemacht. Sieht ein bisschen anders aus. Also die Karte generell sieht anders aus, finde ich gut. Ja, ich mache jetzt zumindest einfach die Musik mit. Leute, ich bin so durch, ey. Ohne Scheiß. Vor allem die Folge hat schon Überlänge. Wir sind jetzt schon bei 16 Minuten, sehe ich gerade. Also das dauert länger, weil die Gegner jetzt ein bisschen härter werden mittlerweile. Also sind dann doch schon ein bisschen knackiger geworden jetzt. Ja, ich sehe auch, hier fehlt ein bisschen Life. So, langsam wird es echt knackig. So, hoffen wir, dass jetzt kein Kampf mehr kommt. Bis auf den Bosskampf. Jawohl. Jetzt kämpfen wir gegen den dicken Ruffy. Wir nehmen mit. Zadai. Zadai, du bist dabei. Der Preis ist heiß. So. Bin mal gespannt, wie der gleich aussieht. Ohne Scheiß, ich würde mir die auch nehmen, auch wenn sie T3 sind. Ich würde die einfach mal, ich will einfach mal so dieses verarsche Stroh-Team einfach nur irgendwo reinklatschen. Einfach nur just for fun. Einfach nur just for fun. Richtig nice. Gefällt mir. Gefällt mir mega gut. Aber naja. Muss man halt durch, ne? Leider kann man die nicht nehmen. Mein Gehirn will nicht mehr. Mir fällt nichts mehr ein, was ich reden kann, Leute. Es tut mir so leid. Aber ich denke mal, es ist auch mal ganz gut, wenn ich mal einfach die Fresse halte. So, da ist er. Ruffy und Soda King. Und Frankie. Geil. Ich würde die einfach nur mit ins Team nehmen. Ich würde die ohne Scheiß, ich würde die einfach ins Team nehmen. Das ist so geil. Das passt. Das passt. Nee, ohne Scheiß, ich würde die mitnehmen. Sieht zwar voll scheiße aus, aber egal. Ich würde die mitnehmen. Knallhart, ich würde die einfach mitnehmen. Hammer. Sieht echt geil aus. Naja. Soll man machen, ne? Was soll man machen? Mein Gehirn streikt. Leute, ich bin voll müde. Der Hammer. Und zwei Folgen muss ich noch machen. Ich drehe ab. Nein, ich mach gleich erstmal Pause. So, nee, will ich nicht als Freund. So, 58 Berries wieder. Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich schon? Bei 2237, ist auch ganz gut. So, wir sind auf jeden Fall angekommen bei 2 Jahre und Landung. 2 Jahre und Landung. Ja. Ihr wisst schon, was sie tun. So, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise bis Freitag. Freitag? Ja, Freitag. Ich darf das nicht durcheinander bringen. Haut rein. Ciao.